So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Wir haben in der letzten Folge die Rosetta-Teile zusammengefügt, oder zusammengefügt nicht, aber geholt. Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit was immer das hier ist. Was es wohl sein wird? Das wird ein reines Alienwesen sein, denke ich mir mal. Ne, weil die Necromorphs, das sind ja eben halt Mischlinge, die und die Aliens machen ja die Marker und die Marker und die Necromorphs werden ja durch die Mischlinge die Marke hergestellt. Und ich denke mal, es wird ein reines Alienwesen sein. So, hau raus, Ische, mach was. Oder müssen wir das puzzeln? Vielleicht auch mal nicht, ne? Scheiße, ich muss puzzeln. Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Ach, guck mal, so wird's gepuzzelt. Warte mal, ich nehme mal an, dass... Hey, das sieht aus wie, naja, so eine Art, ist nur ein Klumpen. Ja, wie sollen wir das je zusammensetzen? Ja, das ist... Das muss doch irgendwie gehen. Oh, halt doch mal deine Klappe, ihr stört meinen Fokus, Alter. Eben hatte ich gedacht, das würde zusammenpassen. Aber das sieht, das ist auf jeden Fall Kopfteil, denke ich mir mal, ne? So, haben wir irgendwas, was Füße sein könnten? Das sind Füße. So, nun ist die Frage. Sollen wir das hier nehmen? Passt das zusammen? Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. Nee. Ganz im Gegenteil, das haut nicht hin als Füße. Warte mal, das... Nein, nein. Warte mal, das müsste Füße sein hier. Würde ich mal von ausgehen und dann so? Nee, aber auch nicht. Doch, natürlich, das. Warte mal. Das könnte hier zusammenpassen, so oder so. Warte mal. So vielleicht, oder? Wenn man so reines Vorstellungsvermögen hat, da kann man sich vorstellen. Nee. Das muss das hier sein. Das hier ist das, oder? Nein, nein, weiter. Upsi, pupsi, upsi, pupsi. Oh ja, nimm. So auf jeden Fall. So macht das schon mal Sinn. Denn das passt auch. Nee, nee, da fehlt noch so dieses Zwischenstück dazu. Warte mal. Was würde denn hierzu passen? Etwas... Mein Gott, irgendwie sieht das ein bisschen aus wie ein geschnittener Kassler, ne? Krieg mir irgendwie so ein bisschen Lust auf Essen gerade. Warte mal, das hier... Hat er gerade Suchfortschritt gesagt, oder? Das würde ich mal so sagen, das haut hin. Dann haut das wohl auch hin. Dann glaube ich, dann haut das auch hin. Dann haut das auch hin. Warte mal, irgendwas, wo waren wir uns einig, dass es nicht hinhaut? Warte mal, dit. Dit passt, genau. Dann haut das aber nicht hin. Dann muss das hier... Von oben, genau, das wäre das. So. So macht das Sinn, ne? So, jetzt sind wir uns darüber aber noch nicht einig, über dieses Teil hier. Das ist das dicke Ding in der Mitte, warte mal. Das ist so... Ja, alles klar, warte. Warte, noch ein weiter. So. Nein, nein. So, noch dahin. Alter, holt's hier raus, den Vogel jetzt. Montage komplett. Für Codex-Initialisierung bitte warten. Das ist Rosetta? Mal sehen, was wir hier haben. Na, was haben wir denn hier?
Kann ich das immer noch hochheben? Und jetzt? Hier muss irgendwo ein Aktivierungsschalter sein. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gerade so gedacht. In diesem Moment, wo er sagte, hier muss irgendwo... Nein, Rosetta, ob die wieder zum Leben erwacht, aber nicht, wenn sie zerschnitten worden ist, oder? Wobei, war sie tiefgefroren? Oh, Rosetta. Scheiben-Rosetta. Sie hat keine Rosetta in Scheiben. Scheiben-Rosetta. Das ist nicht mal eine Sie, sondern ein S. Was? Nur weil Rosetta ist ein Alien. Ja, und? Das hat doch gar nichts zu bedeuten. Was soll das heißen? Boah, Alter. Das heißt, dass sie ein Alien-Hirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Woher weißt du das alles? Bizarr. Es ist wunderschön. Oh. Lautes Bumsen und Rumsen. Oh, Isaac. Mein armer Isaac. Oh nein. Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir. Und es breitete sich aus. Es verzehrte sie, es zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott, der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf. Und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Oh, oh, hi! Das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Ja, gerne. Nein. Er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danik. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Hey, nein, lass mal. Oh, welche Überraschung! Alle raus hier! Wir haben, was wir brauchen! Okay. Isaac, der Codex! Isaac, der wer? So ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nicht mehr raus! Da, mach nix! Ist offen. Los, ich bin direkt hinter dir! So denn, aufmachen! Juhu! Naja. Ja, dann sollen wir gehen. Fehlfunktion der Tür. Ah, wir müssen diese Tür schließen! Wir lassen sie komplett Ellie, im Stich. Komm schon! Ellie! Das geht nicht! Es bewegt sich zu schnell! Isaac, tu's bitte!
Tu es einfach! Isaac! Ich liebe dich! Oh. Flambierte Ellie! Was? Du ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! Moment, was war das denn jetzt gerade? Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Ich soll doch eben! Da! Sie ist offen! Ich hab doch geeht! Los, ich bin direkt hinter dir! Hätte ich was machen müssen? Ich hab doch geeht! Fehlfunktion der Tür. Versteh ich nicht. Wir müssen diese Tür schließen! Ellie, komm schon! Ellie! Das geht nicht! Das bewegt sich zu schnell! Isaac, tu es bitte! Tu es einfach! Isaac! Ja, nimm doch ihren fucking Arm oder was? Oder so. Hä, werden wir verbrannt jetzt gerade oder was? Wir haben sie töten lassen. Okay, töten lassen ist auch eine gute Idee. Nein, ich habe sie geliebt, weißt du? Oh Gott. Komm jetzt zum Posse! Es strömt weiter Gas aus. Wir müssen weg. Jetzt! Ich habe nur sie... Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden. Für sie! Verstanden? Ja, du hast recht. Wir schaffen das. Verstanden! Ja. Dann los jetzt! Isaac, jetzt! Ich liebe dich, Ellie. Isaac! Ja, super! Ich hab sie zurückgelassen. Ellie. Ach, herrje. Was für ein Gesäusel. Hey! Reißen Sie sich zusammen. Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp. Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten. Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Verstanden? Okay. Ja, okay. Hey. Sieht aus, als hätte Danik alle Etagen aufgesperrt. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Jesus. So, Bastard. Okay, wir trennen uns. Sie übernehmen Etage 1, ich Etage 2. Okay. In Ordnung. Aber hey, bleiben Sie am Leben, ja? Ohne ja. Sie schaffe ich das nicht. Doch. Halt deine Schnauze. So, los geht's. So, definitiv brauchen wir immer noch Munition und lebenserhaltende Sachen. Das heißt, wir brauchen noch jede Menge Energie. Wo sollen wir hin? Alles klar, ich verstehe es. Isaac, ich weiß, wo Danik hin will. Um zur Maschine zu gelangen, muss er unter die Erde und es gibt nur einen Weg nach unten. Der große Silo nördlich von hier. Okay, ich aktualisiere meinen Ortungssender. Wir treffen uns dort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Was zum Teufel? Wer schießt denn hier noch? Was? Boah, Digga, Volltreffer, wa? Du kleiner Hurensohn! Erst hinter dem Codex her! Haltet die Stellung! Wir werden wiedergeboren! Deine Mutter wird wiedergeboren! Mann, verreck doch endlich! Was ist denn stimmt mit dem Typen? Ich brauche Hilfe! Oh, Scheiße. Man denkt, es wird nicht schlimmer. Wir sollen uns auch mal, glaube ich, in Deckung begeben. Achtung, gleich kommt er raus! Deckung in Deckung! Lauf, lauf! Was macht er denn da?
Was hätte ich damit denn machen können? Man schießt mich doch. Mach was. Scheiße, ha? Huh? Wo geht's längs? Da. Ich hätte nicht gedacht, dass der Typ überhaupt noch so viele Homies am Start hat, irgendwie. Okay. Was mit Thors Hammer eigentlich? Oh, scheiße. Gegen menschliche Gegner gar keine schlechte Idee, wa? Wenn ich mir das mal so anschaue. Hier gibt es irgendwie komischerweise sehr viel Shit gerade. Hat das mir irgendwas zu sagen? Ich glaube nämlich, dass wir das Spiel irgendwie durchgespielt haben. Das glaube ich nicht. Flammenlasur. Lasur. Jammel. Ach, Lasur, nicht Lasur. Okay. Rein hier. Oh. Das ist, grotesk. Er hat noch den Schnee auf dem Kopf. Okay. Ja. Ist das Menschen oder ist das Aliens? Menschliche Aliens. Also Necromorphs. Nicht. Digga! Man verreckt doch endlich! Du hast versagt! Hat er mich gerade... Warum ich? Habt ihr euch jetzt alle zusammengetan, oder? Ja, ich hab dich gerade noch am Leben gelassen, du Spinner, aber diesmal kann ich da nicht gerade! Alter! Als könntet ihr mich jemals aufhalten, ihr schwachen Menschen. Oh, oh, okay. Wo ist der Penner? Der sollte gebämst haben. Wenn der nicht geknallt hat, dann wüsste ich nicht, was sonst knallen sollte. Was macht der denn da auf einmal? Habe ich keine Granaten mehr? Oh, ich wollte gerade meinen, wa? Gar kein
Oh, scheiße. Wo bist du hin? Oh Gott! Mann, lass mich diese Flitte nachladen! Das ist jetzt gerade echt nicht leicht. Jetzt weiß ich, warum du das gemeldet hast. Woo! Ich glaube, das geht ewig so weiter. Bis ich... Mann! Oh, lad doch nicht! Ja, wie soll ich denn jemals rauskommen an der Spinne? Diese scheiß Tür aufgemacht hat, wa? Ja. Wie soll man das denn schaffen, ihr Spinner? Oh, lauf doch da rum. Geh ran an den Vogel! Warum können... Also ich soll das Ding jetzt unter den... Ja, wird nix. Wird nix, so wie ich mir das vorgestellt habe, wird nix. Oh Mann! Vor allem trefft dich aus jedem Winkel, ne? Du kannst dich hier längst nicht verstecken.
Spiel fängt an, mich zu nerven. Das ist so nervig. So. Ah. Hab ich mir nicht gerade... Oh Gott. Ich verstehe nicht, warum die Schrotflinte nicht klatscht, Alter. So, aus nächster Nähe sollte das doch... Mann! Und selbst das hilft mir. Ja, jetzt reicht's. Oh Mann, einfach, ey. Lass mich doch in Ruhe, heftiger Pferd. Das interessiert die nicht, ne? Ja, das spielt mir beiseite. Die werden von nichts. Was wird ein super Gegner, Alter? Dazu zu Thor's Hammer und so ein Scheiß, ne? Alter, ich hab doch gerade geschossen, Mann. Ist der immer noch nicht down? Meine Fresse, ey. Lauf! Oh, Alter, wie viel denn? Anstatt dass er durchsetzt, er setzt nur die scheiß Programme durch. Es ist jetzt echt noch der eine. Jetzt ist er oben. So ein Scheiß. Treff ich den denn nicht? Hab ich ihn jetzt erwischt? Boah. Alter Vater, hör mal. Das war eine heikle Sache. Können wir wieder zeilen? Yes! Was ist das denn, die Granate? Bums! Und das war's. Ah, ja, ja. Was ist das? Ist eine Pinata? Wenn ich dagegen haue, dann fällt da ordentlich Munition raus? Okay, das wäre ja was gewesen. So, jetzt in aller Ruhe das scheiß Ding hacken. Was gar nicht mal so aller Ruhe mäßig ist, weil... Ich finde das ziemlich anstrengend. Wo ist der? Ich finde diese scheiß Hecktürme Tower total anstrengend. Warte. Nein. Ich finde diese Heck-Dinger voll anstrengend, wirklich. Das finde ich super anstrengend. Ich hasse diese Dinger tatsächlich. Oder? Na, ach, da, hoch! Mann, Leder. Thank you.
Boah, fick die Hände. Ich hasse das einfach, ne? Ich hasse diese Heckteile. Was haben wir denn so Feines alles gekriegt? Waffen wären geil. Oder mal ein neues... Ach so. Scheiße. Ja. Danik ist gerade weg. Einen anderen Weg runter? Ich gehe über diese Kabel runter. Bringen Sie den Aufzug wieder ans Laufen. Wir treffen uns unten. Ich bin doch kein Mechaniker. Drücken Sie einfach den verdammten Knopf! Ey, ich wäre so froh, wenn man... Warte mal, hab ich den Heckbock? Nee, das... Der ist irgendwie den Sammlerbot, der ist glaube ich unterwegs, ne? War hier nicht gerade irgendjemand auf uns gezittert? Ja. Echt? Na ja, nach diesmal alles nach unten klettern, ne? Oje, oje, oje. Wie war es mit Spring nochmal? Shift, ne? Guck nicht daneben! Bitte warten. Transport wird in Kürze fortgesetzt. Alle zurücktreten. Tätigkeiten werden wieder aufgenommen. Oh, Alter. Nein, jetzt bin ich auch noch draufgegangen hier. Mann, der Mütter. Hier ist eine Bench. Okay. Hoffentlich, dass wir jetzt genügend Scheiß zusammen haben, damit wir uns endlich mal was Vernünftiges machen. Das, liebe Leute, machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Sehr gut, bis zum nächsten Mal und tschüssli, Müsli. Muah.